eine kleine Aufgabe nochmal zum Pythagoras. Und zwar nur eine Kleinigkeit, die man ausrechnen soll. Aber wie machen wir das? Wie machen wir das formal? Ich werde euch jetzt gleich einmal zeigen, wie man es nicht macht und wie man es macht, sodass jeder das nachvollziehen kann und ihr selber auch seht, was ihr da gemacht habt. Schaut euch das an. Ja, hier mal die Rechnung von, ich weiß gar nicht wem, ich will hier keinen Namen nennen, aber ich würde sagen, so sollte es eigentlich nicht aussehen. So, Pi mal Daumen, habe ich hier eine kleine Rechnung vorbereitet. Da kann man sehen, es ist ordentlich, es ist sauber, man kann es nachvollziehen und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal in der Entstehung an. So, und jetzt schauen wir uns hier die Aufgabe in ihrer Entstehung einmal an. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck und zwar, zack, hier ist auch noch ein rechter Winkel, ein rechtwinkliges Dreieck, der Rechtwinkel ist hier oben und die Höhe lässt auch noch einmal zwei rechtwinklige Dreiecke entstehen. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck hier, ich markiere es durch dieses kleine Kreuz, sollen wir die Größe h bestimmen. Gegeben ist eine Kathete 3 und die Hypotenuse 4. So, das erste, was wir machen ist, wir schreiben jetzt hier den Satz des Pythagoras auf, so wie er hier in seiner Grundform existiert. Das heißt, h² plus 3² gleich 4². So, jetzt schiebe ich mich mal auf die andere Seite, damit wir hier besser rechnen können. Zack. Das erste, was wir machen, Äquivalenzumformung. Wir bringen die 3² auf die andere Seite, damit das h alleine steht. Also minus 3². Dann haben wir h² gleich 4² minus 3². Erste Äquivalenzumformung. Nun wollen wir nicht wissen, was h² ist, sondern wir wollen wissen, was h ist. Also müssen wir hier die Wurzel ziehen. Wurzel ziehen heißt jetzt in unserem Fall, auf beiden Seiten über die komplette Seite die Wurzel zu setzen. Das heißt, Wurzel h² gleich Wurzel 4² minus 3². Im nächsten Schritt löse ich das jetzt hier auf der linken Seite auf. Das heißt, Wurzel aus h² ist einfach nur h. Und auf der rechten Seite, da rechne ich jetzt aus, 4² ist 16 und 3² ist 9. Nächster Schritt, h gleich, jetzt rechne ich einfach 16 minus 9 ist 7. Und an dieser Stelle, und erst jetzt braucht ihr den Taschenrechner, vielleicht nicht alle, aber die meisten, und rechnet jetzt aus, was ist Wurzel 7. Und da werdet ihr herausbekommen, dass Wurzel 7 ungefähr gerundet auf zwei Stellen 2,65 ist. Hier steht ungefähr, das heißt, wir haben ja die Zahl hier gerundet und deshalb diese kleinen Schlängellinien, das Ungefährzeichen. So, so würde man die Aufgabe rechnen, so sollt ihr sie rechnen, so kann es jeder nachvollziehen, so könnt ihr es auch nachvollziehen, wenn ihr es euch später zum Beispiel nochmal anguckt und zum Beispiel fürs Üben einer Arbeit, ihr habt eine Aufgabe gerechnet, da seht ihr genau, was ihr getan habt, wieso ihr es getan habt. Und so könnt ihr es zum Beispiel auch jemand anderem erklären. Hier erkennt man, wie das Problem gelöst wurde. Ja, das ist eine Struktur, die man erkennt. Kleine Schritte, ruhig ein paar mehr Schritte, das macht nichts, das dauert auch nicht länger, aber es ist wesentlich effektiver und in eurem Kopf auch wesentlich klarer strukturiert. Ja, so sollt ihr das machen und nicht anders. Tschüss.